Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ja, das letzte Video ist schon einige Zeit her. Ich stehe wieder in meinem Keller. Ich hatte nämlich hier einen kleinen Leitungswasserschaden. Und auch wenn ich jetzt hier so zwischen den Geräten und dem ganzen Chaos ein bisschen arbeiten konnte, für ein Video war es einfach keine Kulisse. Jetzt sieht es langsam wieder besser aus. Ich bin immer noch hier und da ein bisschen chaotisch unterwegs, bis alles richtig verräumt ist. Aber ich wollte euch jetzt ganz kurz ein paar Sachen zeigen. Einmal ein bisschen Ausblick, was jetzt dann in der nächsten Zeit noch kommt, was noch ansteht. Und vor allem ein aktuelles Projekt, das wir wieder teils gemeinsam bestreiten werden. Ihr seht schon, ich habe hier eine wunderbare Holzkiste von Carbolite stehen, in der der neue Huina Hydraulikbagger enthalten war. Oder ist, wenn ich ihn wieder reinstecke. Das hier ist er. Das ist das Schmuckstück. Und hier wird es ein Vorstellungsvideo geben. Ich habe schon ein bisschen rumgespielt. Ich habe auch schon ein bisschen mit der Fernbedienung und die Einstellung geändert. Und wir haben uns das Ganze auch schon mal ein bisschen angeschaut. Was ist gut, was ist schlecht und so weiter. Will ich hier jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber ihr seht, es ist ein super Bagger. Er ist schwer wie Sau. Da ist der Akku dabei, Fernbedienung mit dabei. Absolut genial. Wie gesagt, da gehe ich im Einzelnen dann nochmal später drauf ein. Das ist mal das eine. So aus? Nö. Jetzt. So. Also, das wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit kommen. Einmal das Vorstellungsvideo von diesem neuen Hydraulik-Huina. Ich komme gerade mal darüber. Dann mal zum Vergleich gleich das zweite Projekt, das werde ich euch auch noch ein bisschen zeigen. Ich komme auch momentan irgendwie nicht, meine Webseite zu kriegen. Das tut mir echt leid. Es bleibt hier ein bisschen was liegen. Das Schätzchen hier, das ist der Huina 580 Vollmetallbagger V4, der ein Facelift bekommen hat. Das heißt, auch hier seht ihr mal grob den Unterschied. Also der hydraulische ist nochmal einen Tacken größer auf jeden Fall. Und, also um das gleich vorne wegzunehmen, die Bewegungsfreiheit ist natürlich der Hammer. Also da kommt der elektrische nicht dran, das heißt, wie weit die Schaufel zugeht, wie weit sie aufgeht und so weiter. Ja, so. Aber das ist das zweite Projekt, an dem ich gerade bin, der Huina 580 V4. Meine Version ist ja V0 oder sowas, also das gab da keine Versionsnummern, als ich meine das erste Mal importiert hatte. Und, ich muss sagen, ich habe den hier zerlegt und das sind Welten. Also mein Fazit aktuell, wenn jemand einen kaufen möchte, den V4. Ich habe meinen vom Natterer Modellbau, ich verlinke euch das unten. Der schaut, dass er auch immer dementsprechend Nachschub hat. Der hat einen Online-Shop, könnt ihr also auch bestellen, wenn ihr hier nicht wie ich um die Ecke von ihm seid. Deswegen, genau. So sieht der Ganze hier momentan aus. Ist ein Volvo EC300 DL oder soll es darstellen. Ihr seht auch hinten die Originalfräsung, sage ich jetzt einfach mal, also die Originalkarosserie, ist gespachtelt worden. Also hier diese Einkerbungen und auch die hinteren Einkerbungen sind verschwunden, wurden nachgearbeitet, so wie es eben beim Volvo gehört. Ansonsten ist die Elektronik noch die gleiche. Und hier ist eben die zweite Besonderheit, wenn ich sie finde, die Fernbedienung. Denn wir haben hier die Fernbedienung und die hat eine Steckerbuchse bekommen, denn dieser Bagger wird auch auf einen Klappstuhl mit Joysticks montiert. Montiert, programmiert. Die Fernbedienung wird an den Stuhl montiert natürlich. So, das mal ein bisschen als Ausblick. Ich stelle das ganze Zeug mal nach unten. Und dann haben wir Platz für das nächste Modell. So, um was es eigentlich geht, heute, nach der Vorstellung, ist dieser Kamerad hier. Fast dieser. Den kennt ihr. Immer in Umbauvideos. Lenkachse, Pendelachse, Kippermechanik, Heckklappenmechanik. Ist hier alles verbaut. Ich verlinke die Umbauvideos für die, die sie noch nicht kennen. Einmal unten dran. Genau. Ist so das Starter-Set, sage ich immer. Ist relativ einfach zum Umbauen natürlich mit den Bausätzen. Man braucht jetzt nicht so viele Vorkenntnisse und ihn gibt es natürlich auch fahrfertig umgebaut, so wie er jetzt dasteht. Und
Ich habe ja hier standardmäßig die Original-Bodebereifung draufgelassen. Er ist nicht irgendwie umlackiert, es ist nichts, ich sage jetzt mal, Spezielles verbaut, kein Soundmodul, kein Licht. Er fährt, er kippt, ist ein super Modell, er kommt überall durch, durch die pendelnde Hinterachse, er hat richtig Kraft, auch vom Kippen her überhaupt kein Thema. Ist also, wie gesagt, jetzt hier bewusst noch auf einem sehr, sehr niedrigen Standard gehalten, ja? Dass ich einfach sage, so günstig und so einfach kann der Bruderumbau sein. Das war ja ursprünglich oder ist immer noch hier die Devise. Deswegen auch hier jetzt nicht irgendwie eine extra Bereifung oder ähnliches. Ich baue die ja dementsprechend auf Bestellung fahrfertig um. Das wisst ihr, das findet ihr alles in meinem Shop und auf meiner Seite. Und jetzt habe ich eine ganz tolle Bestellung gekriegt. Nämlich, was machen wir aus diesem Modell hier? Was können wir alles reinpacken? Das ist eine tolle Sache. Ist also wirklich ein Deluxe-MAN, der hier entsteht. Und ich kann euch mal ein paar Sachen zeigen. Ich habe den schon mal zerlegt. Sieht man hier hinten. Wunderbar. Hier sind schon ein paar Teile drin in der Brücke. Hier ist das untere Fahrgestell. Das wird jetzt im Endeffekt einmal alles rausgesägt. Das kennt ihr schon. Das ist die ursprüngliche starre Lenkachse. Die brauchen wir natürlich nicht. Die kommt ganz raus. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe einmal das 3D-Pendel vorbereitet. Das habe ich lackiert, damit es nicht irgendwie da unten rausschillert. So, kommen wir mal ein bisschen zu diesen Sonderumbauten oder Zusatzumbauten. Und was hier jetzt ganz speziell ist, wir bauen schöne Gummibereifung ein. Das sind also die Vorderräder mit matten Chromfelgen oder Alufelgen. Ist Plastik. Schaut nur so danach aus. Ich zeige euch mal die Reifen selber. Die sind also richtig schön dünn. Die sind auch weich, sind hohl, haben innen drin ein Inlet von so einem Schaumgummi, Moosgummi. Ich lasse es jetzt mal drin. Man kann natürlich sagen, man nimmt es raus. Auf der Vorderachse habe ich festgestellt, tut man sich immer einfacher, wenn man es drin lässt. Denn wenn er wirklich mal in die Kurve hineinschiebt, weil er ein bisschen beladen ist, dann ist das Fahrverhalten einfach besser, wenn die Vorderreifen hier nicht ganz so weich sind. Vorderreifen und die Zwillingshinterreifen. Und die kann ich natürlich jetzt durch das, dass ich das rausnehme, ein bisschen weicher machen und dann walgen die richtig schön. Das heißt, wenn ich Beladung habe, dann drückt es auch die Reifen richtig schön runter. Was jetzt besonders hier ist, also ich habe ewig lang gesucht nach diesen Gummireifen, denn sie sind nicht der Tamiya-Maßstab, sondern sie sind tatsächlich genauso groß wie die Original-Bruderreifen. Vorne sind sie schmäler, was natürlich einen besseren Lenkradius dann ausmacht. Aber wie gesagt, vom Durchmesser her sind sie exakt das Brudermaß. Hier übrigens mal die Felge zum Vergleich. Passt also einwandfrei. Nehmen wir auch nochmal die Hinterachsen uns vor. Das hier ist das Original, die Originalbereifung. Und das hier ist das Zwillingsprofil. Das passt also einwandfrei. Und auch hier ist die Größe ganz exakt gleich. Also das ist nicht so, dass es jetzt aufträgt, denn wir sind hier trotzdem im Maßstab 1 zu 16 und nicht in 1 zu 14. Und wenn ihr hier ein bisschen größere Reifen drauf macht, dann schaut es immer ein bisschen fehl am Platz aus, finde ich. Ja. So, was verbauen wir noch? Er kriegt einen X2-Kippermotor, wobei das mittlerweile eigentlich schon Standard ist. Der hat also hier kein Problem, auch mal 10 Kilo wegzudrücken. Wir bauen einen starken Servo ein. Das ist aber auch jetzt nicht der Rede wert. Eine Figur. Es kommt ein bisschen Deko mit dran. Was haben wir denn hier noch? Rundumleuchten werden verbaut. Hier haben wir noch die Fahrregler. Dann haben wir hier wieder Lenkachse mit Faulenzerblock. Hier vielleicht interessant für euch, wenn ihr sagt, ihr bestellt das Set. Die Gummireifen oder für die Gummireifen gibt es einen extra Faulenzerblock, denn das, die Spur ändert sich etwas, da ich ja andere Felgen habe und dadurch weiter reinkomme. Dann wird ein Soundmodul eingebaut. Sound- und Lichtmodul in dem Fall. Und genau, das ist mal grob der Plan, der hier entsteht. Wir haben auch lange überlegt,
ob man die Kipperbrücke hinten vielleicht andersfarbig lackiert. Momentan bleibt sie auf jeden Fall in Rot. Was wir hier noch weitermachen, das werdet ihr dann sehen. Wir werden jetzt als nächsten Schritt Radadapter machen müssen, denn die Felgen hier haben innen drin einen Sechskant. Das sind die Motoren dazu. Das heißt, wir müssen, hier habe ich schon einen vorbereitet, diese Radadapter hier machen. Die kommen dann hier in das Sechskantprofil hinein. So, wenn sie dann reingehen. So. Und dann kann man hier den Motor passend anschließen. Die müssen wir jetzt machen. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Und wenn das fertig ist, werden wir uns direkt weiter bewegen und die Achsen einbauen. Einmal die Pendelachse und einmal die Lenkachse. Ich nehme euch wieder mit und ihr dürft ein bisschen mit zuschauen. Und am Ende schauen wir uns an, wie das Ganze geworden ist. So, jetzt haben wir unsere Radadapter soweit gemacht. Ich habe es mal hier eingetütet. Und den Rahmen haben wir auch vorbereitet. Und ich zeige euch das mal jetzt nochmal, wie das jetzt ausschaut. Das heißt, hier hinten ist das Ganze soweit vorbereitet für die hintere Pendelachse. Und hier vorne ist das Zeug rausgeschnitten, damit wir die Lenkachse einbauen können. Und den Servo. Ich habe jetzt offscreen schon noch ein bisschen was gemacht. Einmal habe ich hier diese Alu-Winkel hier schon mal befestigt, damit wir jetzt gleich die Lenkachse problemlos hier einbauen können. Und das ist nicht das Hexenwerk, die werden ja hier bloß reingesetzt, von der Seite festgeschraubt. Ja, wie gesagt, es gibt ja noch mehr Videos. Dann habe ich hier die Vario-Lenkachse mit Faulenzer-Block für die Gummireifen. Wie gesagt, der Block ist etwas anders, damit das Ganze hier passt. Ich habe es soweit auch zusammengesetzt. Das ist nach wie vor das Alu-Mittelstück. Habe ich nur auch schon mal schwarz lackiert. Und dann haben wir hier die Spurstange. Die müssen wir noch schnell hinschrauben. Die müsste aber von der Länge her auch soweit schon passen. Dann machen wir die nachher. Ja, die machen wir nachher hin. Bauen wir erstmal die Lenkachse ein. So, die sitzt ja hier gleich. Die hat dementsprechende Führung, das heißt, wenn ich hier die Winkel einbaue, dann sind hier diese Nasen dran, das heißt, es passt exakt dazwischen. Und das habe ich hier rausgemessen wieder, wie weit ich hier raus muss, beziehungsweise nach hinten muss, wo ich dann genau in der Mitte bin von meinem Radkasten. Das ist nicht das Problem. Die schrauben wir gleich fest.
So, Nummer 1 sitzt schon mal. Geht relativ zügig. So, dementsprechend sitzt unsere Lenkachse hier auch schon drin, genau dort, wo sie hin soll. Wie gesagt, jetzt bauen wir die Spurstangen gleich noch ein, denn jetzt kommen wir natürlich noch etwas leichter hin an das Ganze. Das kennt ihr aus den anderen Videos, das ist nichts Neues. Von dem her. Ich verlinke euch auch nochmal die Videos zu den anderen Einbauvideos von der Vario-Lenkachse, von der Pendelachse natürlich auch. Das ist wie gesagt. Schauen wir mal. Das passt. Ist ja nicht so, als ob man das nicht schon dementsprechend häufig gemacht hätte. Aber natürlich ist jetzt bei der Gummibereifung die Bemaßung etwas anders. Deswegen muss auch ich da immer nochmal nachmessen. Und vorne kommt noch der Lenkservo rein, den können wir auch gleich einbauen. Habe ich hier schon vorgebohrt oder geschraubt. So. Wollen wir also nur noch festmachen. Wie gesagt, das habe ich alles im Nachgang nebenzu mal gemacht hier. Wo hier während das ein und andere Teil in der Lackierung war. Ja, das dauert ja auch mal noch mal ein paar Minuten und dementsprechend in der Zwischenzeit kann man was anderes machen. So sieht das Ganze jetzt aus. Das kennt ihr schon. Was nichts Neues, der Servo da vorne drin. Hier haben wir die Lenkachse drin. Und jetzt kommen wir zu den tollen Gummireifen mit den schönen Felgen. Ich glaube, ich habe es am Anfang nicht erwähnt. Die Felgen bzw. die Vorderräder sind kugelgelagert, zweifach kugelgelagert. Eins innen, eins außen. Und dadurch laufen die natürlich ganz super. Ich mache hier eine Beilagscheibe drauf, damit das Kugellager ein bisschen Abstand kriegt zur Lenkachse. Und da nicht irgendwie meint, daran schleifen zu müssen. Ansonsten verfahre ich hier sonst wie bei meinen normalen Reifen auch. Das heißt, ich ziehe es einmal fest. Und drehst dann einfach einen Ticken nochmal auf, bis die Räder ohne jeglichen Widerstand laufen. Jawohl. Machen wir natürlich auf der anderen Seite auch. Um das gleich vorneweg zu erwähnen, wir wollen etwas Zeit sparen hier.
Ich schließe den Servo noch nicht an, denn ich habe ja noch keine Elektrik dran. Und ich habe jetzt eigentlich auch gerade keine Lust, mit einem Servosteller oder Servotester jetzt hier irgendwie die Nullposition rauszupopeln und das dann ein. Das kann ich nachher alles in Ruhe machen und einstellen, wenn dann dementsprechend die restliche Elektronik dran ist. Das heißt, wenn der Empfänger dran ist, dann kann ich den Servo einfach anstecken, hinschrauben, fertig. Ja. So, das ist schon mal die Vorderachse, die sitzt. Und jetzt kommen wir zur Hinterachse. Die Hinterachse habe ich auch vorbereitet. Ich habe es letztes Mal schon gezeigt oder beim Anfang hier gezeigt. Ich habe sie schon mal lackiert und dementsprechend können wir sie dann auch gleich verbauen. Das hier war alles noch aus dem, ich habe euch das gezeigt, aus dem Video, wo ich das alles rausgeschnitten habe, vorgebohrt habe. Da ist ein 7er Loch drin. Und das ist ja die Easy-Click-Mechanik und wenn das Easy-Click ist, dann heißt das nicht nur so ein Spaß. So. Also das heißt, das war der Einbau der Hinterachse. Die sitzt, die pendelt, alles wunderbar. Also wirklich absolut easy-going. Jetzt haben wir den Part mit den neuen Drahtadaptern. Und die sehen jetzt so aus. Haben also auf der einen Seite die 4 mm H7 Bohrung drin, dann haben wir auf der anderen Seite ein Gewinde und oben nochmal die Madenschraube, wo wir es auf der Welle festziehen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, ich muss jetzt hier zuerst die Radadapter auf der Welle befestigen. Und die gehen jetzt relativ streng drauf, es kann sein, dass ich hier und da nochmal ein bisschen nacharbeiten muss, denn, aber wir können auch ein kleines Hämmerchen nehmen. Denn die sind, wie gesagt, ganz minimal oder ganz präzise gebohrt und dementsprechend gehen die auch sehr streng auf die Welle. Dann eiert aber auch nichts. Genauso soll es ja sein. Einmal festziehen. So. Könnt auch einfach ein bisschen WD-40 oder so drauf schmieren wahrscheinlich, das habe ich auch schon gemacht. Oder wie gesagt, mit der Hand, wie bei den anderen Radadaptern auch, wenn es mal da zu streng drauf geht, einfach mit der Hand mit einem 4er Bohrer ganz vorsichtig ausdrehen, aber niemals mit der Bohrmaschine oder dem Akkuschrauber danach arbeiten, dann ist das Ding hinüber. Das funktioniert halt nicht. Oh, kommen wir da jetzt hin. Schauen wir mal. So. Denn der Aufwand lohnt sich halt absolut, das an der Drehbank auszuarbeiten. Ich muss gerade die Welle ein bisschen drehen. Damit da eben hier der Rundlauf gewährleistet ist. Ja. Und das ist eben genau das Problem. Also ich habe auch viel versucht, auch mit den reinen Drucken natürlich zu arbeiten. Ja, alles eine Materialgeschichte und natürlich auch eine Zeitgeschichte. Aber die laufen trotzdem. Also die Drucker sind natürlich, die schaffen normalerweise eine wahnsinnig hohe Rundlaufgenauigkeit. Also da keine Frage. Aber ich habe natürlich unter Umständen oder in dem Fall gegebenenfalls das Problem, dass mir eine Schraube fehlt. Und das ist die hier. Habe da unter Umständen das Problem, dass ich das natürlich auch nicht richtig festziehen kann. Also mir fehlt ja irgendwo das, wo das Gewinde drin hält und in so einem 3D-Druck, da hält halt das Gewinde leider Gottes so gut wie überhaupt nicht. Also einmal hier drauf. Und die Schraube hier vorne, die zentriert natürlich nichts mehr, weil zentriert wird es ja durch das Sechskantprofil, sondern die sichert hier nur noch, dass der Reifen oder die Felge jetzt nicht von dem Sechskant runterspringt.
eine ganz andere Schraube, die hier liegt. Irgendwie sind mir zwei Schrauben abhanden gekommen. Spielt aber keine Rolle. Ist ja nicht wie bei armen Leuten, wir haben hier noch welche. Also ein paar sind noch da. Und dann montieren wir das auf der anderen Seite natürlich ganz genauso. Wir müssen die Motoren noch ein Stück reinstecken, sehe ich gerade. Die habe ich noch nicht ganz drin. Die schieben wir gleich noch etwas nach. Das ist alles auch kein Problem. Denn wir halten dann die Spurbreite analog dem Originalfahrzeug. Jetzt trägt es ein bisschen auf, das soll natürlich nicht so sein. Natürlich wieder nicht. Wenn man das erste von dem letzten macht, ist das wieder typisch. Ich glaube, wir müssen noch mal schnell da. Doch geht. Nee, das gefällt mir. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht. Aber ich will euch jetzt nicht hier lange aufhalten mit meiner Korrektur. Ich setze schnell die Motoren rein und dann sehen wir uns sofort wieder. So, das war jetzt offscreen auch nur 2-3 Minuten, aber das stinkt mir immer, weil ich höre mich selber noch denken, vergiss nicht, die Motoren richtig reinzuschieben und zu montieren. Und ja, dann kommt der Gedanke, machen wir doch das Video noch schnell fertig und ja, dann haben wir den Salat. Gell? Ihr seht, da ist man nicht vorgefeit. So sieht das Ganze jetzt aus. Hat auch schon dementsprechend mehr Gewicht bekommen, denn die Gummireifen sind natürlich auch wesentlich schwerer. Jetzt sind die Motoren mit drin und so weiter. Also soweit passt das alles. Ich finde, es hat einfach auch gleich einen ganz anderen Look mit den schönen Alufelgen. Ich zeige es euch nochmal. So sieht das Ganze jetzt aus. 3D-Pendel, kennt ihr, Lenkachse. Soweit ist das erstmal das Fahrgestell fertig. Als nächstes werde ich hier natürlich noch die Kippermechanik einbauen. Mache ich Teil offscreen, einen Teil können wir wieder gemeinsam machen. Das muss ich gucken, wie ich es zeitlich hinbringe, denn ich mache viele Sachen so immer nebenzu, während irgendwas anderes gerade beim Lackieren ist oder sowas, dass ich dann schnell das Teil noch hier einbaue oder was rausfräse. Da baue ich dann nicht immer die Kamera auf oder das Setup, deswegen muss ich gucken, wie wir machen, ob wir gemeinsam oder ob ich euch das dann einfach zeige. Das wäre mal das eine. Wie gesagt, jetzt geht es dann eben weiter mit dem Kippermodul. Und ich habe, glaube ich, am Anfang ein paar Sachen noch gar nicht so erwähnt, dass neben diesen tollen Gummireifen mit diesen tollen Felgen verbaue ich einmal einen anderen Fahrregler. Das heißt, normalerweise habe ich ja diese, irgendwo habe ich einen, diese kleinen hier. AS126RB von modellbau-regler.de. Die habe ich sonst überall drin, die sind auch absolut spitze, aber wir haben gesagt, wir hauen jetzt hier wirklich einen raus und haben auch von modellbauregler.de den, lass mich lügen, Truck Evo 3 heißt er, glaube ich, geordert. Denn den habe ich damals in einem Krankenwagen verbaut und ich muss sagen, also die Regler sind feinfühlig, also feinfühliger als das meiste Kinderzeug, was ich bisher irgendwo schon mal verbaut habe. Der hat noch mehr Schaltsequenzen, das heißt, er fährt ultra weich. Also das ist echt der Hammer. Das heißt, wenn ich anfahre, das ist nicht sehr, also selbst wenn ich Vollgas gebe, der kommt einfach sehr, sehr sanft. Der bremst auch nicht abrupt ab. Also das heißt, wenn ich irgendwie auf Stopp gehe, also der hat so eine Bremsfunktion, kann man einschalten, aber offiziell ist es so, dass der ganz langsam runterregelt und nicht einfach so den Anker irgendwo wirft. Ist richtig super zum Fahren, ganz, ganz feinfühlig, richtig weich. Und das Soundmodul hat zwar Bremslicht und Rückfahrlicht,
an sich mit integriert. Ich werde es aber über diesen Truck-Regler mitmachen, weil der hat das, glaube ich, auch mit dabei. Und da funktioniert das natürlich dann noch besser, denn wenn ich Regler und die Beleuchtung dazu, also sprich Fahren, Bremsen und so weiter, mit drin habe, dann ist das super. Ich muss die Anleitung nochmal schauen. Ich habe von den Reglern noch nicht so viele. Wie gesagt, der letzte war im Krankenwagen. Und soweit ich im Kopf habe, war das da auch so, je schneller ich fahre, desto länger geht dann die Bremse an, damit das auch zu dem Bremsweg sozusagen passt. Das andere über das andere Modul, das ist einfach, ich bleibe stehen, es leuchtet kurz und fertig. Von dem her werde ich das wahrscheinlich über diesen Fahrregler machen. Bei der Kabine habe ich ja schon gesagt, es kommen oben die Rundumleuchten drauf. Wir werden vorne die Scheinwerfer anschließen, die schaltbar werden. Und das Saugmodul kommt rein. Und vor hinten habe ich mir auch was anderes überlegt. Das heißt, hier hinten kriegen wir eine Kammernrückleuchte von der Firma Niepelt. Die ist auch bestellt. Das sollte auch dann die nächste Woche dann oder jetzt die Tage schon kommen, glaube ich. Die müssen wir uns auch anschauen. Die wird dann hier hinten mit eingebaut. Das heißt, da ist schon der Blinker drin. Bremslicht, Rücklicht und normales Fahrlicht, soweit ich das im Kopf habe und soweit ich das gesehen habe. Das heißt, den werden wir uns auf jeden Fall auch anschauen. Und dann habe ich mir noch ein, zwei Gimmicks für die Kabine überlegt, was man da vielleicht noch machen könnte. Die Prototypen sind jetzt alle durchgelaufen. Ich muss sagen, der Hammer. Ich glaube, das wird dem Andreas richtig gefallen. Deswegen, aber das zeige ich euch erst im nächsten Video. Da, am Schluss sieht er es ja auch. Wer weiß. Ja. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen weiter und halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wie gesagt, die anderen Videos kommen natürlich auch noch zum Huina 580 Vollmetallbagger mit Stuhl als Volvo. Und natürlich, ich weiß, das interessiert euch, der Huina Hydraulikbagger. Ja? Ich vergesse euch nicht, gebt mir ein bisschen Zeit und dann kommt das Ganze auch online. Wenn ihr mich abonniert und unten diese Glocke anmacht, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn das nächste Video online geht. Dann verpasst ihr das garantiert nicht. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann!